Herzlich willkommen, meine lieben Leute, zu einer weiteren neuen Folge des Bundesliga-Tippspiels. Ich hoffe, ihr seid ja heute mal wieder komplett am Start. Ich habe auf jeden Fall auch schon mal wieder den Bock, mal wieder darüber, über den ein oder anderen Highlight des Spiels natürlich zu sprechen. Vor allen Dingen gab es da sowohl positive als auch negative und traurige Hintergründe und sonstige Sachen, die am Start waren. Und es gab ja auch ja, eine riesengroße Überraschung bei den ein oder anderen Spielen, die gefallen sind. Trotz dieser Proteste von den ja, DFL-Investoren, die leider Gottes halt nicht so wirklich sonderlich schön anzusehen ist. Aber wahrscheinlich werden wir auch noch weiterhin in den nächsten Wochen und Monaten eh sowieso zu sehen kriegen. Ich habe ja zwar dazu noch einen zweiten Part noch von den DFL-Investoren zwar auch schon gemacht dabei. Herzlich willkommen. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet oder so, könnt ihr das ja gerne ruhig noch, könnt ihr das Ganze gerne ruhig noch unten in der Videobeschreibung noch gucken. Der Link ist dazu verlinkt, damit ihr auch das Ganze auch in Ruhe anschauen könnt. Und da haben die bei dem zweiten Teil, wo die Fans dabei geredet hatten über das Thema, tatsächlich sich dazu gemeldet und haben auch natürlich halt das Ganze auch erzählt, worum es dabei bei dem Thema geht. Und ja, da haben die meisten Leute etwas mehr zugeschaut zu haben als bei dem vorherigen Video davor. Aber ihr könnt ja gerne euch vom zweiten Teil anschauen. Und ja, und das auch noch als Podcast auch noch. Also von daher lohnt sich das Ganze sicherlich schon. Das Ganze ist natürlich unten in der Videobeschreibung drauf. So, aber genug der Rederei. Wir gehen jetzt erstmal zu dem Bundesliga-Tippspiel. Und zwar die Ergebnisse vom 22. Spieltag, die gefallen sind. Und ich muss schon sagen, überraschenderweise gab es vor allen Dingen eine Partie, die wirklich tatsächlich die größte Überraschung für den Schluss aufgehoben worden ist, mit dem wohl keiner nicht gerechnet hat, dass das tatsächlich wirklich passiert ist. Aber erstmal der Reihe nach. Ja, Bayer Leverkusen bleibt zwar weiterhin bleibt zwar weiterhin ungeschlagen und holt sich den nächsten Dreier, obwohl sie sich gegen Heidenheim ein bisschen schwer getan haben. Natürlich waren die Heidenheimer einerseits ein bisschen eklig gewesen, weil die hatten zwar eine unschlagbare Serie von nur 8 Spielen im Folgen gehabt zu haben. Und das ist schon wirklich eine ordentliche Serie, die wirklich ziemlich sehr gut gehalten hat bei den Heidenheimer. Da haben sie auch gut performt und ziemlich auch gegen die großen Fischen auch gut bisschen eklig, bisschen geärgert zu haben und so. Aber ja, irgendwann hörte ja schon die Serie auf und somit mussten die Heidenheimern, auch wenn sie diesmal im Gegensatz zu den Hinrunden nicht allzu hoch verloren haben gegen die Werkself, ist es dennoch immerhin, gehen sie immerhin zumindest mit einer 1-2-Niederlage nicht ganz unter und wenigstens haben sie wacker und mutig gespielt. Sie haben sogar auch noch gegen Bayer Leverkusen zumindest ein Tor erzielt, was die ein oder anderen Clubs war auch schon mal geschafft haben, aber dennoch als Bundesliga-Debütant-Aufsteiger ist das schon ziemlich stark. Auch wenn jetzt die Heidenheimer jetzt mittlerweile wieder auf einem zweistelligen Tabellenplatz war abgerutscht sind, ist es dennoch nicht so dramatisch schlimm. Dennoch haben sie wirklich einen guten Punktepolster, was die po Punkteabstände zu dem, die, sowohl zum Relegationsplatz als auch zum direkten Abstiegsplatz anbetrifft, wenn man das mal von der Punktestand her das mal noch so sieht und so. Aber es war auf jeden Fall doch eine ziemlich sehr interessantere Partie, die dennoch nicht so langweilig war. Ansonsten, ja, gab es ja noch einen Trainerwechsel, den ich ja schon beim letzten Bundesliga-Tippspiel darauf angesprochen hatte, nämlich vom FSV Mainz. Bo Henriksen hat somit sein Debüt bei dem Heimspiel gegen den FC Augsburg gefeiert. Und ja, wurden am Ende dadurch mit einem knappen, aber verdienten 1-0-Sieg gegen den FC Augsburg belohnt. Damit wichtige drei Punkte für die Mainzer und endlich mal ein Sieg. Damit ist es für die Mainzer der zweite Saisonsieg in dieser Saison schon.
wodurch sie jetzt damit somit nur noch auf einen einzigen Punkt gegen den ersten FC Köln zumindest verkürzen konnte, was immerhin ein wichtiger Schritt nach vorn ist für die Mainzern und sich zumindest von den Schlusstabellen nicht Darmstadt 98 distanziert um 3 Punkte, weil die Darmstädter hingegen mit einer 1:2-Niederlage gegen den VfB Stuttgart am Ende verloren hat. Das ist wiederum wirklich eine faustdicke Überraschung, mit denen wohl keiner nicht so wirklich auf dem Schirm hatte, auch nichts damit wohl gerechnet zu haben. Also von daher ist das schon ganz stark halt von den Mainzern, dass sie jetzt wenigstens wieder sich zurückmelden konnte. Ansonsten Werder Bremen, ja, wie ich schon gesagt habe, da haben sie den ersten FC Köln geschlagen. Damit konnten die Werderaner somit einen wichtigen Schritt nach vorne und klettert somit sogar auf dem 7. Tabellenplatz und wäre zwar laut Stand eigentlich auf einem Conference League Platzierung aktuell auf den Europa Conference League, falls Bayer Leverkusen ja den DFB-Pokal theoretischerweise gewinnen würde, falls nicht und stattdessen irgendwie einen Zweitligisten, die von den Zweitligisten, die noch im Rennen sind, das wären in dem Falle entweder, ja, Kaiserslautern oder noch ja, Fortuna Düsseldorf oder noch sogar von den anderen zwei Clubs, die noch das Spiel noch vom DFB-Pokal noch vor sich haben, die eigentlicherweise bestritten hätte zwischen Borussia Mönchengladbach und die zu Gast beim ersten FC Saarbrücken sind. Die sind halt außerhalb der europäischen Plätzen dabei aktuell und könnten auch theoretisch qualifizieren. Vielleicht haben die Werderaner, wenn sie noch bis zum Saisonende auf dem 7. Tabellenplatz bleiben könnten sie vielleicht da qualifizieren. Ansonsten, laut Stand der aktuellen Dinge, wäre Eintracht Frankfurt auf dem Conference League Platzierung drin. Aber mal sehen, wie sich davon beim DFB-Pokal wie das Ganze sich wie das Ganze sich am Ende ausgehen wird. Naja, ansonsten, ja. Gab es ja noch einen traurigen Vorfall bei RB Leipzig leider, was auch passiert ist leider an einem Samstagabend, was weil niemand mit sowas Schlimmes nicht gerechnet hatten. Und zwar gab es ja noch einen Todesvorfall bei RB Leipzig, die leider Gottes nicht so schön war. Da war leider Gottes eine schweighaftere Spiel gewesen zu sein, die leider Gottes Untergang ist, denn einen von den RB-Fans ist leider, ja, somit leider Gottes früh verstorben und das ausgerechnet auch noch bei einem Flutlichtspiel, auch noch in Leipzig, auch noch. Also, ja, ist schon irgendwie traurig. Da hat man zwar äußerlichen Mitleid zu den Personen, der es leider nicht überlebt hat und dafür, ja, soll man natürlich den Respekt an den Angehörigen haben, die natürlich darunter leiden tun von dem Tod und so, die wie aus dem Nichts kamen und ja, ist halt leider Gottes halt so passiert und da wünscht man an der Stelle alles Gute und viel Kraft an der Stelle, dass das irgendwann mal vielleicht wieder besser wird halt im Leben, dass es irgendwann mal vielleicht wieder aufwärts geht. Naja, ansonsten ja. Seht ihr schon die anderen Ergebnisse, die man hier auch sieht. Das beste Spielergebnis und das Beste kam ja noch natürlich am Sonntagabend noch zu Schluss, nämlich das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München. Und oh Junge, da ziehe ich auf alle Fälle den Hut bei den Bochumern, denn überraschenderweise schlagen sie zum zweiten Mal den deutschen Rekordmeister und das seit dem Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga, wo sie wieder zurückgekehrt sind bei dem Wiederkehr, schaffen sie es jetzt schon zum zweiten Mal in der dritten Saison, ja, seitdem sie ja wieder zurück im Oberhaus sind, die Bochumern, mit einem knappen 3:2-Sieg und das wieder erneut heim, denn ich meine, vor 2 Jahren haben sie schon mal ebenfalls heimgespielt und haben sogar noch mit 4:1 noch gewonnen, was ja noch absolut wirklich ziemlich geisteskrank heftig war. Und ja, genau das passierte wieder erneut dasselbe Spielchen.
Auch wenn es ja nur ein knappes 3:2-Sieg war, aber dennoch ein Arbeitersieg und ein hochverdienter Sieg, was für den Bochumern einen wichtigen 3-Punkte-Gewinn ist, womit sie sich sogar auch noch immerhin weiterhin von den Abstiegsplätzen davon sich absetzen können. Okay, Union Berlin zwar auch halt mit dem knappen 1:0-Sieg gegen Hoffenheim, aber Bochum, aber dass die Bochumer immerhin halt mit einem knappen 3:2-Sieg gegen die Bayern schlagen konnten, das ist schon stark. Naja, wäre die Bochumer über diesen Erfolgserlebnis darüber feiern tun, ja, kriselt es bei den Bayern gewaltig, denn das ist jetzt schon für den deutschen Rekordmeister ist es jetzt schon die zweite Niederlage in Folge in der Bundesliga, die dritte sogar, was die Pflichtspiele anbetrifft, wenn man das noch mit dem Champions League Achtelfinale, wo sie da gegen Lazio Rom auch noch mit 0:1 noch verloren hat, während der Woche halt, die sie ja schon vor einer Woche auch noch kassiert hatten. Also dann ist das ja schon echt erschreckend dabei. Und ja, die logische Konsequenz bei Thomas Tuchel war, dass er somit entlassen wird. Aber erst nach Saisonende. Das heißt, er wird zwar noch für die restlichen 12 Spieltage noch weiterhin, zwar noch für den deutschen Rekordmeister noch trainieren und natürlich noch den Champions League Rückrundenspiel gegen Lazio Rom, wo noch da bei der Rückrunde noch möglich wäre, diesen 0:1 Rückstand das noch zu drehen und so. Theoretisch halt. Und ja, eigentlich ist schon gefühlt, was die Meisterschaftskampf anbetrifft, so gut wie quasi irgendwie entschieden zu sein, auch wenn es zwar noch zu früh ist, aber so wie die Bayern dabei spielen, sieht das eher sehr wahrscheinlich dabei so aus, als würde es Bayer Leverkusen eher die Meisterschale klar machen würden, vorzeitig, wenn das so weitergeht. Also ich glaube, da könnte es bestimmt noch den ein oder anderen Patzern des deutschen Rekordmeisters noch durchaus noch theoretisch passieren, was auch nicht auszuschließen wären. Ich meine, Leverkusen ist ja irgendwie gefühlt auch nicht aufzuhalten. Sie sind ja seit 22 Spielen immer noch weiterhin ungeschlagen, haben mittlerweile schon punktetechnisch schon die letzten 2 Spiele richtig stark gepunktet, wodurch sie das sogar auch noch diesen Patzer vom VfL Bochum so clever gut ausgenutzt hatten. Und liegen jetzt sogar mit nur 8 Punkten vor den Bayern vorne. Das ist schon wirklich einen gewaltigen Rückstand, was der deutsche Rekordmeister jetzt hat. Und wird richtig ziemlich schwer werden, da noch irgendwie auf Krampf noch irgendwie die Meisterschaft zu gewinnen. Da müssen sie jetzt aber wirklich, wenn sie noch wirklich deutscher Meister werden, müssen sie erstens darauf auf Schützenhilfe angewiesen von dem einen oder anderen Clubs, die noch gegen Bayer Leverkusen antreten müssen. Das wäre in dem Fall der Borussia Dortmund halt, die noch bevorsteht, oder dem VfB Stuttgart. Denn da taten sich Leverkusen schon zwar schwer und hatten zwar am Ende nur diese 2 Unentschieden zwar hinnehmen können. Wäre vielleicht noch durchaus noch als einziger Hoffnungsschimmer, die noch als Hinterhand hätten. Vielleicht. Andererseits wiederum, ja, haben die Bayern jetzt beispielsweise RB Leipzig vor der Brust an diesem kommenden Wochenende, das steht ja auch noch bevor. Und dann wäre noch das deutsche Klassiker gegen Borussia Dortmund, den sie ja auch noch vor sich haben. Also ja, wird schon nicht so einfach werden. Und gegen Stuttgart wird es auch nicht einfach sein. Da, wenn man sieht, wie stark der VfB Stuttgart mittlerweile als Tabellendritte wirklich gut performt tut, hatte man niemand ja auch nicht auf dem Schirm gehabt zu haben. Das hat man vor Saisonbeginn auch nicht mit sowas gerechnet. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal zu dem Tippspiel, wie die Punkte ausgegangen ist. Was allerdings neu dabei ist, ist nur, dass Wolfi sogar neu bei dem Tippspiel eingestiegen ist. Damit erstmal herzlich willkommen an der Stelle, lieber Wolfi, dass du herzlicherweise mitmachst. Und man muss schon sagen, der Wolfi, der hat gar nicht mal so schlecht performt. 12 Punkte und das noch vor Bodo und Venti noch gelandet zu sein, das ist schon stark. Damit hat er somit die ersten 12 Punkte eingefahren und zweiter Platz bei diesem Spieltag. Ja, aber es reichte nicht, um am Ende mich zu schlagen, denn ich wurde schon zum dritten Mal in Folge somit Spieltagssieger des Tages worden. 14 Punkte ist schon an sich nicht schlecht. Damit kann ich mit dem Punkteausbeute zufrieden geben. Und zumindest konnte ich gegenüber von dem Verfolger Venti zumindest nur um 4 Punkte absetzen, was zwar an sich nicht viel ist, aber das ist an sich in Ordnung. Und ja, auf jeden Fall zu guter Letzt zeige ich euch mal,
wie meinen Tipp zu dem 23. Spieltag so getippt habe, wie ich das so, ja, wie ich das jetzt so entschieden habe. Und das seht ihr hier schon. Und ich glaube, dass vor allen Dingen das hier, das wird ein absolutes Topspiel werden zwischen den deutschen Rekordmeister Bayern München und RB Leipzig. Da glaube ich schon eher, dass Leipzig durchaus schon noch theoretischerweise die Bayern schlagen könnten. Was auch nicht auszuschließen wäre, und das wäre durchaus möglich zu sein. Ansonsten, ja, ansonsten gibt es ja nicht allzu viele Spiele, ja gut, die irgendwie interessant wären. Frankfurt, Wolfsburg, da rechne ich wahrscheinlicherweise auch da mit einem Unentschieden zwischen diesen beiden Clubs. Ich meine, Wolfsburg punktet ja auch nur durch Unentschieden, aber nicht durch die Siege. Und kommt nicht aus dem Befreiungsschlag nicht raus. Und Frankfurt, ja, hat ja auch schon viele Unentschieden eingefahren. 9 an der Zahl, obwohl der VfL Bochum ja sogar einen mehr hat mit 10 Unentschieden, die momentan das einzige Club aktuell, die immerhin zweistellig ist. Aber für wie lange die Bochumer noch das einzige Club sein wird, die im zweistelligen Bereich, was die Unentschieden anbetrifft, ja, das bleibt noch erstmal abzuwarten. Aber auf jeden Fall wird das ja, auf jeden Fall wird das ja wohl eine interessante Partie werden. Von meinem Tipp her hoffe ich mal darauf, dass ich den einen oder anderen gut dabei richtig liegen könnte oder so. Das kann auch gut sein. Und ja, ich hoffe, es hat euch sicherlich für diesen Part drum gefallen. Falls euch gefallen haben solltet, würde ich mich sicherlich über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr mehr von mir sehen wollt, abonniert natürlich meinen Kanal. Aktiviert natürlich die Glocke, damit ihr wenigstens auch keine Folge verpassen könnt, und teilt ruhig das Video und den Kanal an die sozialen Netzwerken. Von daher verabschiede ich mich schon mal und sage somit Tschüss und Wiedersehen, euer Wiebler 73. Ciao.